Mann, das wäre so schön, wenn ich noch diese lilanen Haare hätte, die ich letztens hatte. Die waren so wunderschön, aber Mama hat's verboten. Das war echt fies von ihr. Aber Mama hat gesagt, ich soll sie nächstes Mal um Erlaubnis fragen. Und das mache ich jetzt einfach. Ich frage sie mal, ob ich mir die Haare nochmal färben darf. Mama, ich will dich was fragen. Was ist denn? Du weißt doch, letztes Mal, als ich mir die Haare so lila gemacht habe, da hast du gesagt, ich soll dich fragen, wenn ich das nochmal machen möchte. Darf ich? Genau, Hannah, das ist richtig. Ich habe gesagt, du solltest das nicht einfach alleine entscheiden, sondern mich vorher fragen, ob du das darfst. Und jetzt willst du dir die Haare nochmal färben? Ja, das wäre so schön. Das hat mir so gut gefallen, Mama. Also, Mama, darf ich jetzt oder darf ich nicht? Jetzt habe ich ja wenigstens vorher gefragt. Da kannst du mir auch nicht mehr böse sein. Hanna, ich finde, du bist viel zu jung dafür. Du bist doch erst 9 Jahre alt. Musst du denn jetzt schon deine Haare färben? Also ich finde das nicht gut. Bleib doch einfach so, wie du bist, ganz natürlich blond. Findest du deine Haare nicht auch so schön? Oh Mama, du hast aber gesagt, wenn ich frage, dann darf ich. Ach, Hanna, mach das doch, wenn du 18 bist. Dann kannst du es gerne alleine entscheiden. Aber du bist noch viel zu jung mit deinen 9 Jahren. Jetzt soll ich noch so lange warten, bis ich 18 bin, bis ich mir die Haare färben darf. Das ist echt gemein. Das ist noch so lang. Ach, Hanna. Oh Mann, ich wünschte, ich wäre jetzt schon 18. Dann kann Mama mir nichts mehr verbieten und dann darf ich mir die Haare so machen, wie ich möchte. Ich wünsche es mir so sehr, so, 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 so sehr. Ich möchte einfach 18 sein, jetzt sofort. Dann könnte ich mir die Haare färben, wie ich möchte, in Regenbogenfarben oder vielleicht sogar abschneiden und Mama wird gar nichts sagen. Wenn ich 18 wäre, dann könnte ich machen, was ich wollte. Irgendwie habe ich total unbequem gelegen die ganze Nacht. Mir tut alles weh. Eigentlich ist mein Bett doch so bequem, aber jetzt stoße ich schon da unten mit den Füßen an. Och, ist das unbequem, so kann ich nicht weiterschlafen. Dann stehe ich einfach auf. Ich muss auch dringend auf Toilette. Hey Emma, spielst du wieder mit deinem Drachen? Du sollst nicht in meinen Finger beißen, das kitzelt. Oh Mann, Emma ist viel zu beschäftigt. Und irgendwie kommt mir heute alles so komisch vor. Alles so klein. Und was habe ich da an meinen Füßen? Ich gehe doch sonst eigentlich immer auf meinen Flipflops. Und jetzt habe ich Turnschuhe an? Habe ich etwa damit geschlafen? Wirklich komisch. Da hatte ich wohl die ganze Nacht meine Sportschuhe an. Kein Wunder, dass das unbequem war. Dann schaue ich mal in den Spiegel. Vielleicht sind meine Haare ja über Nacht rosa geworden, weil ich es mir so gewünscht habe. Nee, die Haare sind noch blond und. Wow, wie sehe ich denn aus? Das gibt es doch nicht. Ich sehe uralt aus. Wie eine alte Frau. Emma, Emma, schau mal, wie ich aussehe. Was ist denn los? Hanna, du siehst aus wie immer. Mir fällt jetzt nichts Besonderes auf. Hast du vielleicht weniger Schminke drauf oder so? Schminke? Also ich muss auf jeden Fall wissen, wie der Rest von meinem Körper aussieht. Ich schau mal in den großen Spiegel von Mama im Schlafzimmer. Wow, ich bin riesengroß und bestimmt schon 18. Boah, wie sehe ich denn aus? Das muss ich dringend Mama zeigen. Aber komisch, Emma hat überhaupt nicht gemerkt, dass ich anders aussehe. Mama, 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 schau mal, es ist was ganz Merkwürdiges passiert. Guck doch mal, Mama. Was ist denn? Sieh doch mal, Mama, fällt dir gar nichts auf? Also für mich siehst du aus wie immer. Vielleicht ein bisschen verschlafen, aber sonst? Vielleicht möchtest du erstmal einen Kaffee trinken. Den trinkst du sonst auch so gern. Ist noch jede Menge da. Kaffee trinken? Ih, ich kann Kaffee nicht ausstehen, aber vielleicht mit 18, vielleicht trinkt man da Kaffee. Dann gönne ich mir mal einen ordentlichen Schluck Kaffee und probiere mal, wie das schmeckt. So ein Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Der beste Start in den Tag. Einfach lecker. Davon muss ich mich mal selbst überzeugen. Das schmeckt ja ekelhaft. Ach, Hanna, so schlimm ist er jetzt auch nicht. Vielleicht ein bisschen stark, aber so trinke ich ihn gerne. Mama, wo ist eigentlich Julian und Papa? Julian hat bei einem Freund übernachtet und Papa ist arbeiten. Die kommt später dann wieder. Ach, schade. Julian hätte vielleicht gemerkt, dass ich anders aussehe. Oder fällt vielleicht nur mir das auf? Vielleicht ist nur mein Spiegelbild anders. Ach, ich weiß nicht. Das ist so komisch. Also jetzt bin ich 18. Nochmal ein Blick in den Spiegel. Und ich glaube, ich mache mir die Haare jetzt anders. Ich darf doch jetzt. Keine halben Sachen. Den Pferdeschwanz habe ich gleich mit abgeschnitten. Und die Farbe habe ich gewechselt. Oh, wie sehe ich denn aus? Das sieht ja scheußlich aus. Furchtbar, grausam.
Ich glaube, ich wollte einfach zu viel auf einmal. Neuer Haarschnitt, neue Haarfarbe und dann auch noch erwachsen sein. Ach, wäre ich doch wieder die alte Hannah. Vielleicht kann ich mich ja wieder verwandeln. Ich leg mich einfach wieder ins Bett, deck mich zu, mach die Augen zu und wünsch mir ganz, ganz heftig, dass ich wieder Hannah bin, die alte Hannah. Wäre ich doch bloß wieder 9 Jahre alt und hätte mein Pferdeshirt an, wie immer, und einen blonden Zopf und eine rosane Schleife im Haar. Hmm.